Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Europa Universalis 4 mit Genua und mir, dem Yannick, und unserem aktuellen Dogen Girolamo Spinola. Genau, wir werden in diesem Part jetzt mal etwas wagen. Wir werden Florenz, glaube ich, angreifen. Aber, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob Mailand wieder hier dabei ist oder nicht. Ah ne, Mailand hat doch, wir wurden gewarnt mittlerweile. Von Mailand. Also dann willst du was, greifen wir doch hier wirklich jetzt mal an. Florenz ist dabei auf den ihrer Seite. Unsere Verbündeten wollen nicht mitmachen. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Wir senden die Kriegserklärung. Und vermutlich, ja, wie gesagt, Florenz wird wohl mitmachen. Ich guck mal, ob wir noch einen besseren Anführer, also einen besseren Dings bekommen, einen besseren General haben wir auch. 6-2-1-0. Das hört sich sehr, sehr gut an. Oh, da haben wir schon die... Oh, ich sollte mal ein bisschen die Geschwindigkeit runterstellen. Da haben wir schon die Armee von Ferreira, die wir hier besiegt und komplett vernichtet haben. Sehr, sehr gut. Hier sind es 12.000 Mann, die Florenz zu Felde bringen, ziehend. Ja, müssen wir gerade mal ein bisschen vielleicht den Monat mal abwarten und dann können wir vielleicht auch hier angreifen. Was hat er denn hier? Hügel als Terrain. Da kriegen wir ja jetzt einen Bonus, weil ja auch unser Heimatgelände Hügel ist. Also würden wir, glaube ich, den negativen Modifikator hier so ein bisschen ausgleichen können. Wir könnten natürlich aber auch da drinnen hinten Ferreira weiter angreifen. Und hier die Stadt schon mal belagern. Ich würde fast sagen, kann der Anführer nicht so wahnsinnig viel. Wisst ihr was, wir rekrutieren mal eine Einheit Söldner hier oder zwei. Wir müssen irgendwann auch übrigens mal Kanonen rekrutieren, wenn wir mal ein bisschen Platz haben hier. Unterhaltsmäßig, Einheitenlimitsmäßig, dann werden wir da mal ein bisschen Artillerie auch rekrutieren. Achso, schon beide rekrutiert. Perfekt. Dann greifen wir jetzt hier mit unseren 15.000 Mann an. Bin gespannt, ob das was wird. Oh oh. Das wird close. Ja. Boah, jetzt würfeln wir schlecht. Jetzt haben wir es geschafft. Gut. Er zieht sich hier nach Ferreira zurück, zum vermutlich. Machen wir uns da mal gerade auf den Weg auch. Greifen nochmal an. So, jetzt haben wir deutlich bessere Moral. Gut, perfekt. Der zieht sich gleich wieder zurück. Ah, hier nach Modena. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt können wir unsere Truppen so ein bisschen aufteilen, denke ich mir. Die zwei Söldnereinheiten schicke ich mal hier nach Pisa über das Wasser. Pisa würde ich vielleicht ganz gerne für uns erobern. Hier, der Papst hat übrigens Florenz angegriffen. Sofort. Der kennt da auch, der macht da auch keine halben Sachen. Mit den Truppen ziehen wir mal hier rüber nach Ferrara. Okay, 9 Einheiten. 9.000 Mann brauchen wir da. Ui. Ja. Oh, ich bin mal gespannt, ob wir das hier überhaupt schaffen. Mit den Söldnern. Wird schwierig. Sind schon wieder 2000 Florentiner. Wird wohl eher nichts. Die zwei Einheiten sind so gut wie tot, würde ich schätzen. Ja, wir können es auch nicht mehr zurückschicken. Die Doktrin des Partikulargerichts. Wenn wir sterben, richtet Gott unmittelbar über uns und entscheidet das Schicksal einer Seele bis zum jüngsten Gericht. Ein Mönch hat eine Debatte begonnen, die fast schon Ketzerei ist und behauptet, dass es kein Fegefeuer gibt und Gebete für die Toten nicht ihrer Reise in den Himmel helfen. Diese Debatte bedroht die Einheit unserer Kirche. Er ist sicherlich ein Ketzer oder es tut mir leid, aber es gibt nichts, das ihr für eure verstorbenen Lieben tun könnt. Ich denke, das würfeln wir einfach mal aus hier mit unserem aktuellen Herrscher. Da gibt es keine Anzeichen oder so.
Und ich würfel eine 8. Es gibt nichts, das ihr tun könnt. 5 Unruhe in Nizza. Okay. Ja, das haben wir hier hinten verloren. Naja, aber immerhin belagern wir hier. So, wo ist denn... Steht meine Flotte sonst noch? Was machen die da oben? Ach, die haben sich da einfach zurückgezogen, vermutlich. Ja, dann lassen wir die einfach mal da. Hier drüben wäre es natürlich stark. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir versuchen mal, unsere Flotte hier zu vereinen. Oh, hier sind wieder 33.000 Krim-Nationalisten. Osmanen haben hier übrigens den Krieg gewonnen und haben hier einiges an Gebieten erobert. Boah. Oje. So, wisst ihr was? Wir versuchen mal hier oben anzugreifen. Dann können wir nämlich hier eben diesen Modifikator vielleicht loswerden, der uns hier nicht unbedingt hilft. Wo ist jetzt meine Flotte? Ach, hier. Wir können... Achso, die ist außerhalb unserer Versorgungsreichweite, weshalb wir jetzt hier nichts machen könnten. Könnten theoretisch die Franzosen reinrufen, aber die brauchen wir jetzt eigentlich gerade in diesem Krieg hier zumindest nicht. So, jetzt geht es auch schon deutlich schneller, weil wir hier blockieren. Sehr gut. Ah, der belagert hier hinten, okay. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Gehen wir auf 4er Geschwindigkeit. So, 7%. Bin mal gespannt, wie viel wir da eigentlich machen müssen. Gegenüber den Osmanen bleiben wir auf jeden Fall hart. Wir halten einen Anspruch auf die Krim. Ferrera ist erobert worden. Sehr, sehr gut. Könnten wir die Provinz denn hier schon fordern? Ah, wir können sie übrigens fordern, also ist schon mal gut zu wissen. Wenn, dann werden wir wahrscheinlich auch nur die erstmal erobern. Geht aber noch nicht. Ah, der hat jetzt hier seine Truppen. Greifen wir gerade mal hier an. Oh, hier haben wir die Seeschlacht gewonnen. Gut. Senden wir die Truppen hier rein. Kassieren auch goldenes Zeitalter. Dann verbessern wir mal noch die Beziehung zu Nürnberg. So, wie ist denn das eigentlich mit Ulm? Wollen die mittlerweile in die Handelsliga? Wollen, ja. Sehr gut. Ferrera würde schon Ferrera an uns abtreten. Ja. Wollen wir das machen? Also ich finde es ja ein bisschen lustig, dass die KI jetzt hier von Florenz immer gegen uns kämpft, anstatt hier mal den Kyrillstadt anzugreifen. Den hätten sie vielleicht sogar besiegen können mit einem einigermaßen vernünftigen General und so weiter. Hätten sie das, glaube ich, ganz gut hinkriegen können. Aber wir haben sogar 2 leichte Schiffe, glaube ich, verloren hier. Ah, der hat hier auch Frieden geschlossen. Dann wisst ihr was, werden wir hier mal rüber marschieren und auch mal versuchen, Florenz zu erobern. Und Pisa. Dann werden wir uns nämlich Pisa auch noch holen. So. Savoyen hat Mailand den Krieg erklärt, okay. Was hatten wir hier für Schiffe? 3 und 4. 3 Kleinschiffe und 4 Galeeren. Oh, da sind wir aktuell deutlich schlechter. Wir haben echt einiges an Schiffen verloren, oder? Ja, 4 Schiffe haben wir verloren insgesamt schon. Ich würde sagen, wir bauen hier mal nach und bauen mal
4 Galeeren insgesamt. Ja, wieder Influenza, werden wir wieder das hier machen. So, wie sieht's aus? Wann kann man hier die Provinz erobern? 21%, gut. Die Frage, ob es hier vielleicht auch geschickt wäre, ein paar Truppen wegzusenden. Wir nehmen mal die Kavallerie hier weg, dann haben wir eine niedrigere Verlustquote. So, wunderbar. Komm jetzt. Perfekt. Haben wir das geschafft? Jetzt noch Pisa besetzen. Und ich denke, das soll jetzt dann auch nicht zu viel aggressive Expansion sein. Die und die Provinz, oder doch? Florenz und Siena wären dabei gegen uns. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. 75 kriegen wir noch so an Geld und Kriegsreparationen kriegen wir auch noch, theoretisch. Das hört sich doch gut an. Dann machen wir das auch so und senden so den Frieden und haben hier zwei Gebiete erobert. Die kleine Koalition ist jetzt kein Problem. Ferreira mit 15 Entwicklungen, Isa auch mit 15 Entwicklungen. 6 Handelseinfluss hier, 22,7 dort drüben. Super. Ja, jetzt ist halt mittlerweile so ein bisschen das Problem. Wir müssen ja natürlich auch die Gebiete jetzt vor möglichen Rebellen verteidigen. Das ist ein bisschen ein Problem. Erstmal in Ragusa, Ferrara, meine ich, werden wir mal abschließen. Genau. Wunderbar, jetzt hätten wir hier einen Anspruch auf Ragusa, aber das gehört mittlerweile Frankreich. Das haben die auch schon annektiert hier unten. Wir machen hier mal die zwei Kernprovinzen und müssen dann mal gucken, wie es aufstandsmäßig aussieht. 6,2 Jahre, 7,7 Jahre. Also da müssen wir auf jeden Fall mal die Autonomie nochmal erhöhen, weil ich kann mir hier gerade keine Aufstände leisten. Hier lassen wir es erstmal. Kann gut sein, dass wir das da gar nicht benötigen. So, und dann werden wir mal das hier machen noch. Stürmen und schießen. Die Arkebuse war als Waffe zwar einfach zu bedienen, aber auch ungenau. Hatte eine geringe Feuergeschwindigkeit und machte seinen Benutzer anfällig bei Kavallerieattacken. Die Mischung mit Pikenieren erlaubt den Arkebusieren zu feuern, um sich dann hinter die Pikeniere zurückzuziehen, wenn eine feindliche Kavallerie oder Infanterie auftauchte. Regimentscamp können wir bauen. 0,25 Infanterie-Fernkampf und 0,8 Kavallerie-Nahkampf. Wunderbar. Neue Einheiten gibt es allerdings nicht, aber hier eben die neuen Gebäude, nämlich Regimentscamps. Die brauche ich aber jetzt gerade erstmal noch nicht. Wie sieht es denn hier aus? Gibt es nichts Neues? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, der hat es auch schon alles gebaut, vermutlich in Ferrara. Ja. Hier auch. Oh, sogar ein Gutshof meine ich. Haben wir hier schon. Gut. Super. Wir hätten jetzt einen Eroberungskriegsgrund gegen Frankreich, aber das wollen wir natürlich nicht wahrnehmen aktuell. So, jetzt Ulm. Nehmen wir jetzt. Ach nee, die können nicht, weil die jetzt gerade selber im Krieg sind. Wahrscheinlich werden sie vielleicht auch erobert. Nee, der Krieg ist vorbei. Wunderbar, dann nehmen wir die in die Handelsliga auf, würde ich sagen. So, Nürnberg, Salzburg. Natürlich nicht so gut. Weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir die jetzt reinnehmen, ob dann vielleicht Nürnberg die Krise kriegt. Wir probieren es mal. Ich hoffe, das sorgt hier nicht dafür, dass die rausgehen. Ne, sieht ganz gut aus. Böhmen ist Kaiser, obwohl Österreich hier jetzt als Großmacht gilt. Wir sind eigentlich gerade die Großmächte. Osmanen, Ming, Frankreich, Polen, Kastilien, Moskau, Mamelucken, Österreich. Okay. Wucherei in Bastia. Die Bevölkerung von Bastia ist müde von den Einflüssen gieriger französischer Kaufleute und behauptet, sie nutzen unfaire Mittel, um lokalen Unternehmen Konkurrenz zu machen.
Sie fordern, dass wir eingreifen und den Einfluss ausländischer Händler in diesem Gebiet beschränken und die Privilegien unserer eigenen Kaufleute und Handwerker bekräftigen. Wenn wir nicht handeln, könnten sie es selbst in die Hand nehmen. Wir müssen unseren Handel schützen. Oder Wettbewerb ist für jeden gut? Puh, gute Frage. Auch das werden wir mal ganz kurz auswürfeln. Würfel eine 4. Wir müssen unseren Handel schützen. Oh, verschlechtert hier deutlich die Meinung der Franzosen. Verbessern wir gleich die Beziehungen. Aber es geht auch weg. Minus 50 plus 2,1 jährlich. Gut. Hier können wir eigentlich mal unsere Schiffe hier rüber entsenden. Der Prozess. Edelster Doge, euer ältester Sohn, steht wegen Korruption und Bestechung vor Gericht. Es gibt keine Zweifel, dass die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen und eine Verurteilung eures ältesten Sohnes würde euch einen schweren persönlichen Schlag versetzen. Wir könnten allerdings in den Prozess eingreifen und seine Unschuld sicherstellen. Wir können uns aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder für seinen Freispruch sorgen. Auch das werden wir mal kurz auswürfeln. Würfel eine 3, wir ziehen uns aus dem öffentlichen Leben zurück, verlieren 0,5 Korruption, erhalten 5 republikanische Traditionen, aber verlieren administrative, politische und militärische Macht. So. Gut. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es eigentlich auch noch einen coolen Verbündeten geben könnte. Und ich sehe das gerade nicht so ganz, um ehrlich zu sein. So, wir haben die nächste Wahl. So, wir haben dieses Mal für die Händler, genau, haben wir 3 plus stärkste Kraft plus Herrscher, also 6. Und für die würde ich sagen, machen wir gleich Aristokraten und die anderen machen wir gleich. Also jeweils 3 nur. Sind dann aber nur bei 12. Aber ich würde sagen, weil unser Herrscher, unser aktueller hier, diesen Krieg so eindrucksvoll und gut gewonnen hat und unsere Republik vergrößert hat, bekommt er noch eine zusätzliche Chance. Also quasi wäre, die Händler sind jetzt 3 plus 3 plus 1, also 7. Ne? Also 3 Grund plus stärkste Kraft, 2 plus Herrscher, 1. Und nochmal einen Bonus, also 7. Und die anderen beiden 3. Ne? Also. Und ich würfel eine 13. Nicht mal dieser Bonus bringt ihm was. Er wird abgewählt. Und die Gilden werden den neuen Herrscher stellen. Wir kriegen den bürokratischen Kandidaten. Filippo Brignole. Tja, wahrscheinlich hat ihm sein besessener Perfektionist ihm noch geschadet. Naja. Ah, hier haben wir noch Reiter. Die sollten wir vielleicht mal auf unser Gebiet entsenden. Gut. Werden wir weiter hier forschen, lieber erstmal. Oh, hier, wachsende Konkurrenz im Außenhandel. In diesen Zeiten war der Handel stark reguliert, doch trotzdem gab es keine festen Märkte. Manchmal versuchten Händler, neue Märkte zu erschließen oder neue Güter zu veräußern. Ihre Mitbewerber verlangten dann normalerweise neue oder höhere Abgaben, um den Widersachern das Handwerk zu legen. Unser Herrscher ist ein Unternehmer, weshalb wir hier die Möglichkeit haben, die Gelegenheit zu nutzen, um ausländische Händler noch höher zu besteuern. Was uns nicht 3 Merkantilismus oder 3 diplomatische Macht, 33 diplomatische Macht gibt, sondern 4 Merkantilismus. Wunderbar, ja. Dieser Herrscher ist ein Unternehmer, indem er das Potenzial für neue Projekte in jedem Hindernis und in jeder Gelegenheit erkennt, trägt unser Oberhaupt zu einer stets wachsenden Anzahl von Projekten und Förderung unserer Wirtschaft bei. Sehr schön, wir machen die 4 Merkantilismus, können da mal reingucken hier bei Merkantilismus, wie viel haben wir da mittlerweile eigentlich? 31,0%.
Provinzhandelseinfluss plus 54%, Effizienz Embargos plus 13,5%. Sehr cool. Sollte uns vielleicht auch ein bisschen Geld geben. Ne, nicht wirklich, okay. Wir können hier weitermachen. Regionalismus, Provinzialregierungen, damit unsere Verwaltung effizient sein kann, müssen Provinzialregierungen die Freiheiten eingeräumt werden, die sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Kommunalwahlen werden sicherstellen, dass vertrauenswürdige Personen ernannt werden können, die sich anschließend an die Zentralregierung wenden können. Verwaltungsbereiche teilen wir den Staat in geografische Regionen auf. Okay, oder Staatenunion. Statt eines einheitlichen Staates ist unsere Nation aus einer großen Anzahl von Staaten zusammengewachsen, die sich zu einer Konföderation zusammengeschlossen haben. Mit dem Wachstum und der Entwicklung unserer Verwaltung dürfen wir nicht die Rechte der Mitgliedstaaten verletzen, weil dies sonst unsere Grundsätze mit Füßen treten würde. Naja, Handelseinfluss plus 10% global wäre natürlich schon ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob es so richtig zu uns passt. Ich lasse es einfach mal nochmal offen. Ja, wir lassen es erstmal offen. Könnt ihr auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es noch im nächsten Part, der dann der letzte Part der Staffel ist, ob ich das da noch kläre. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da eine Idee habt oder so, was am besten zu uns passen würde. Wir verbessern natürlich wieder die Beziehungen mit Frankreich. So, eine neue Idee. Ja, das wissen wir. Wollen wir aber eigentlich gerade nicht. Kernprovinz in Ferrara. Und wir werden hier, ja, den Staat gründen in der Emilia-Romagna. Kernprovinzen umwandeln, ja, schon wieder. Da geht es mittlerweile um Böhmen, nicht mal mehr um Frankreich. Böhmen ist uns ja noch mehr egal, nicht mehr um Österreich, sondern es geht immer um den Kaiser vermutlich. So, das sollte uns aber ein bisschen Geld einbringen, oder? Ja, 6,52, sehr gut. Söldner folgen stets dem Geld und unsere plutokratischen Traditionen lassen die Hauptleute der Söldner annehmen, dass hier Profit zu machen ist. Verfügbare Söldner plus 50. Wir können auch hier in der Toskana den Staat gründen. Auch hier deutlich erhöhtes Einkommen. Und gut, die Kernprovinz geht gerade nicht. So, dann werden wir noch hier die Schiffswerft erforschen. Die Landbeförderung großer Frachten ist einfach zu teuer. Der Seetransport ist viel effizienter. Durch den Bau von Schiffswerften werden wir hier dafür ausreichend Schiffe bauen können. Sehr gut. Wie viele... Ja, nächstes Mal werden wir ein bisschen hier aufrüsten. Und vielleicht auch mal noch so ein bisschen hier Schiffswerften bauen oder so. Muss ich mal gucken. Genau. Also, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part noch einmal wieder, bevor dann die Staffel, glaube ich, schon zu Ende ist. So schnell geht's. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.